Eben. Ja. Richtig. Genau so ist es. Ich bin kein virtueller Abgeordneter, sondern einer, der vor Ort wirklich jeden Tag unterwegs ist. Ja, unerhört. Brandenburg, was ihr hier mit uns macht, das ist doch nicht zu begreifen. Der Zug ist schon lange weg da vorne. Das ist ein Unding. Das sieht doch gut aus. Excel-Datei vorzeigen, wo minutiös auf den Euro genau Sie für die folgenden Jahre welche. Mit einer Bahnlinie, die dann nicht gebaut wurde, weil dann auch ein Schreiadler oder mehrere waren. Hier bei Brandenburg. Also der Schreiadler hat im ganzen Land schon viel verhindert. Die kleinen Wellen, ja. Der Wellenschlag soll nur den Kanal zerstören. Hallo. Das ist alles Müll da. Ja? Aufgeschichteter Müll. Das kennen wir von. Ich und einige haben auch das Problem, die haben ein Haus mit einem Erker. Jetzt sind wir ja falsch gefahren. Oh, Feier. Rot, 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 gelb, grün, kariert, völlig egal. So, wunderbar. Alles, was zu Hause qualmt, würde von mir Kind Penny kriegen. Die sollen arbeiten, die sollen. Wenn man das beklagt, sie haben alles und vier Mann sind. Bloß den Vorschlag, den habe ich eigentlich von Ihnen erwartet. Ja, aber von wem der kommt, ist doch jetzt egal. Wir stehen jetzt hier und er ist da, der Vorschlag. Und dann nehmen Sie ihn doch bitte. Ja, ich nehme es auch bei deinem Wort. Ja, manchmal hilft es ja, wenn die Politik sich einschaltet vielleicht. Ich hoffe, Sie machen mir kein Knöllchen an mein Auto. Ich sehe nämlich ein Parkverbot eigentlich, glaube ich.